Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, dass Andreas Meyer, CEO der SBB, als nächstes sein Referat halten wird, hier draußen, auch wieder vor der Kulisse. Eigentlich war es geplant drin, aber Sie sind zum Glück so flexibel und agil, dass Sie das jetzt gleich uns in Ihren Worten, diese Slides, präsentieren werden. Vielen Dank, dass Sie da sind und ich bin gespannt auf Ihre Worte. Ja, guten Abend miteinander, sehr verehrter Herr Bundespräsident. Nach Ihrer Rede weiß ich jetzt auch, weshalb mich Edith Graf-Litscher eingeladen hat, hier eine Rede zu halten. Ich werde mir jetzt Mühe geben, Ihnen zu beweisen, dass wir über mehr als bloß Spur weiter nachdenken oder über die Farbe der Züge. Ich werde mir auch erlauben, heute nicht über die SBB zu reden, sondern über die Potenziale der Digitalisierung ganz generell. Und lieber Peter Kolbe, du hast mir geholfen, so wunderschöne Folien zu machen. Die wären echt eindrücklich. Ich werde mich jetzt bemühen, Ihnen diese Bilder hier aufzuzeigen, hier draußen. Denn das merkt man ja schon, wenn man hier ist. Reinzugehen jetzt, ja, das wäre wohl absolut nicht richtig. Und wir spüren schon, es geht nicht primär nur um Digitalisierung. Digitalisierung soll ja letztlich der Lebensqualität mit dienen. Und wissen Sie, ich glaube, wir sind heute an einem Punkt, wo die Digitalisierung so als etwas Technisches angesehen wird. EID, 5G, Datenschutz, und wir reden auch sehr technisch darüber. Wir können mit Digitalisierung mit weniger mehr machen und das dafür besser und schneller. Und dabei, wenn wir einen Schritt weiter zurückgehen, geht es darum, dass wir neue Technologien nutzen, um unser Leben einfacher zu machen, die Lebensqualität zu erhöhen. Die Diskussion ist heute en vogue betreffend Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Ja, wenn es uns gelingt, mit weniger mehr zu machen, ja, dann ist das ein Beitrag an ressourcenschonendes Leben. Kleines Beispiel aus der SBB: auf der digitalen Plattform Sparbillette zu verkaufen führt dazu, dass 25% der Leute, die Sparbillette kaufen, eine Reise machen mit dem Zug anstatt mit dem Auto. Und der Zug fährt ohnehin. Er braucht keine Kilowattstunde mehr Strom. Er braucht keine Trasse mehr. Das ist ein Beispiel für die Nachhaltigkeit. Und über das dritte Element, ja, neben Lebensqualität, Nachhaltigkeit, über die Wettbewerbsfähigkeit, über die reden wir ganz viel. Das macht aber vielen Leuten auch in diesem Land etwas Angst, ja, weil man so über unternehmerische Potenziale redet. Ich komme nachher noch darauf zurück, wie man diese Fragen auch mit angehen kann. Und trotzdem gehe ich jetzt auch noch in diese Potenziale hinein. Denn Digitalisierung, ich bin froh, Herrn Tichy hier vom Bundesamt für Bauten und Logistik zu sehen, Digitalisierung wird uns erlauben, mit Building Information Modeling, also digitales Planen, Bauen und dann auch Unterhalten, gewaltige Summen einzusparen. Wir reden über einen Betrag alleine bei Building Information Modeling von fast 5 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr. Wenn man das auf die Bundesbauten bezieht für den Bund, wir haben es über den Daumen geschätzt, es sind etwa 1,5 Milliarden Schweizer Franken. Ja, und ich sehe, wie Herr Tichy da auch alle Franken, Herr Bundespräsident, zusammenzuziehen versucht, ja, um diese Potenziale in Gang zu setzen, ja, und sie abholen zu können. Der Bundespräsident hat bereits über die Herausforderungen in der Schweiz gesprochen und ich darf Ihnen hier, oder ich erlaube mir Ihnen hier, einen Einblick zu geben, was ich so in den letzten 2 Jahren erlebt habe aus diesem Beirat Digitale Transformation. Wir haben uns ein bisschen mit dem Gesundheitswesen auseinandergesetzt, mit Cyber auseinandergesetzt. Wir werden uns mit Smart Cities auseinandersetzen. Und es ist wirklich eine riesige Herausforderung. Wie schafft man es in unserem kleinen Land, kollegial geführten Departementalstrukturen auf 3 Ebenen, auf 3 Staatsebenen, diese Potenziale, zum Beispiel bei BIM, bei Smart City, im Bereich der Bildung zu heben.
eine unglaubliche Herausforderung. Sie haben vorhin, Herr Bundespräsident, über den Bund gesprochen. Und ich finde es bemerkenswert, ich bin übrigens stolz darauf, einen Bundespräsidenten zu haben, der eine so fulminante Rede inhaltlich stark halten kann, ohne ein Manuskript. Das zeigt, wie sehr Sie sich diesen Dingen annehmen. Sie sind aber gleichzeitig auch in einer schwierigen Lage. Denn Sie sind kollegial geführt. Jedes Departement will selber ein bisschen das Digitalste sein. Ein digitales Departement daneben zu stellen, bringt nichts, weil Digitalisierung in jedem Departement stattfinden muss. Ein Departement zu stärken und es zum digitalen Führungsdepartement zu machen, widerspricht wahrscheinlich der kollegialen Führung. Also bleibt gar nichts anderes, als irgendwo diese horizontalen Kräfte zu verstärken, beispielsweise über einen Cyberbeauftragten oder auch über den Bundeskanzler, der ja sehr digital affin ist und da auch die Dinge zusammenhalten und vorantreiben kann. Um Ihnen zu beweisen, dass ich heute nicht als SBB-Chef hier stehe, möchte ich einen Blick werfen auf unsere Infrastrukturen. Wir haben ja in der Schweiz hervorragende Infrastrukturen. Wir haben, erlauben Sie mir das zuerst zu sagen, gute Verkehrsinfrastrukturen. Wir haben, und ich meine damit nicht nur die Schiene. Wir haben sehr gute Telekommunikationsinfrastrukturen. Wir haben sehr gute Ver- und Entsorgungsstrukturen. Was uns fehlt in der Schweiz, ist eine digitale Infrastruktur. Eine vertrauenswürdige digitale Infrastruktur. Und ich meine, Herr Bundespräsident, Sie haben vorhin gesagt, wir seien ein Nischenplayer. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir mit dem einen Element, das uns von vielen anderen unterscheidet, zu viel mehr als einem Nischenplayer werden können, nämlich mit unserer Vertrauenswürdigkeit. Man traut uns ja, ich war bei ABB in jungen Jahren im Ausland, man traut uns ja, wenn wir Projekte verkaufen im Ausland, gar nicht zu, dass wir jemanden über den Tisch ziehen. Ja, das spürt man auch, wenn man durch unser Land geht. Und wir brauchen selber für uns eine unabhängige, sichere und vertrauenswürdige Infrastruktur. Digitale Infrastruktur. Einerseits zur Aufbewahrung, den Austausch von Daten für Geschäftsbeziehungen oder auch den Kontakt von Bürgern und Verwaltung. Und Sie werden sich jetzt fragen, weshalb steht denn Andreas Meier hier als SBB-Chef und verlangt so etwas oder redet überhaupt so etwas, denkt über so etwas nach. Ja, auf der einen Seite glaube ich, das Land braucht es und auf der anderen Seite natürlich der Mobilitätsbereich. Wenn wir unseren Kundinnen und Kunden nicht eine sichere, vertrauenswürdige digitale Infrastruktur bieten können, dann werden sie uns die Mobilitätsdaten nicht anvertrauen. Dann können wir nicht mehr aus diesem Verkehrssystem für sie rausholen, die Dienstleistungen personalisieren, ihnen eine personalisierte Kundeninformation zukommen lassen oder auch sie aufmerksam machen, wo weniger stark ausgelastete Züge sind. Aber das ist nur der Bereich der Mobilität. Wenn wir jetzt Smart Cities uns anschauen, wenn wir uns E-Government anschauen, wenn wir uns E-Health anschauen, wir brauchen alle dieselbe vertrauenswürdige digitale Infrastruktur. Es muss nicht eine allein sein. Ja, aber wir brauchen eine Gesamtarchitektur. Dieses Bild hätte ich Ihnen schon gerne gezeigt. Wir sind so stolz drauf, wie wir das alles auf eine Folie gebracht haben. Ja, mit den riesigen Nutzenpotenzialen. Was mich sehr erstaunt hat in den letzten Jahren, war herauszufinden, dass auch der humanitäre Bereich, auf den wir ja auch stolz sind in der Schweiz, beispielsweise das IKRK, dringend solche sicheren Datenlösungen braucht. Im Gespräch mit Peter Maurer habe ich gelernt, dass IKRK führt pro Jahr 1 Million Gefangenenbesuche durch. Die haben Kontakt mit allen bewaffneten Gruppen auf der Welt und machen Aufzeichnungen. Und in der Vergangenheit hat man das irgendwie so mit diplomatischer Post irgendwo in die Schweiz in einen Keller gestellt. Das geht nicht mehr in der digitalen Welt. Und jetzt hat das IKRK die Möglichkeit,
entweder eine ausländische Lösung zu kaufen aus dem hohen Norden, oder wir haben die Möglichkeit, in diesem Bereich einer sicheren, vertrauenswürdigen digitalen Infrastruktur zu investieren. Sie spüren schon, ich wäre da sehr, sehr dafür. Da gibt es diese Enabler-Services, wenn man die ganze Landkarte anschaut, wir haben die Nutzenpotenziale, da gibt es die Enabler, zuvorderst natürlich eine sichere Identifizierung, die EID. Da muss ich nicht lange referieren hier, ich muss hier in diesem Kreis nicht missionieren, aber auch die EID muss verstanden werden als ein Element, das eben das Vertrauen in die digitalen Services schützen soll, dass man zweifelsfrei und mit Beteiligung des Staates eben auch Menschen identifizieren kann. Ich muss selber sagen, ich war engagiert zur Lancierung auch von SwissSign. Da haben wir unsere Hausaufgaben noch nicht gut genug gemacht, dass die Leute verstehen, dass das mit eine Grundvoraussetzung ist, um Vertrauen zu schaffen. Oder ein sicherer Datenaustausch, Datenschutz, Technologie. Ich finde, im Moment haben wir einen sehr, sehr guten Trend, den ich spüre. Ich darf ja auch in meiner Funktion oft mit Kantonen sprechen. Ich glaube, die Bereitschaft hier, digitale Herausforderungen gemeinsam anzugehen, ist stark gewachsen. Und da erlauben Sie mir erneut, Herr Bundespräsident, auf Ihre Initiative zusammen mit dem Ständerat Würth, Präsident der KDK, hinzuweisen. Sie brauchen da die Unterstützung auch auf allen Ebenen der Kantone, aber auch der Parlamentarier, damit Ihr Digitalverbund Schweiz zum Leben gebracht werden kann. Die Koordination von Dossiers wird wahrscheinlich nicht reichen. Wahrscheinlich wird man in der Schweiz damit beginnen müssen, aber ich würde mir schon wünschen, dass man zwischen Bund, Kantonen und Städten Entscheidkompetenzen vereinbart und die dann auch Menschen und Experten gibt in diesem Land, die in der Lage sind, diese Fragen wirklich zu beurteilen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir haben eine große Cyber-Community bei uns bei der SBB. Ja, aber glauben Sie im Ernst, ich wäre überhaupt in der Lage, diese fachgerecht zu führen. Wir müssen Menschen da vertrauen können, wir müssen Kompetenzen delegieren, wir müssen schauen, dass wir eine gute Governance haben. Es gibt eine Gruppe von Unternehmen, die auch an Zielen und Architektur einer solchen digitalen Infrastruktur arbeitet, die diese Enablers erarbeiten, die auch an ganz konkreten Use Cases, wie wir das heute nennen, arbeiten, vom E-Umzug über Bildungszertifikate bis zu Data Embassy und natürlich auch ein bisschen Mobilität. Anknüpfend an die Worte von Frau Fehr, denke ich auch, dass wir noch ein anderes Element brauchen. Neben der reinen Technologie brauchen wir auch ein Element, mit dem wir uns verpflichten, mit dieser digitalen Infrastruktur sorgfältig umzugehen. Da wurde jetzt auch, ich muss leider schon wieder den Herrn Bundespräsidenten, bald leider das langweilige, Herr Maurer, muss Sie leider schon wieder nennen, weil Sie ja zu einem digitalen Gipfel einladen, jetzt dann Anfang September, und dort auch die Themen Vertrauen, Fairness und Beachtung von Menschenrechten in der digitalen Welt ansprechen. So wie ich es verstanden habe, soll es eher eine Selbstverpflichtung der Unternehmen sein, die Kunden, die wir bedienen, dringend brauchen. Ich glaube, eine sehr gute Geschichte. Was braucht es nun zur Realisierung der Digitalisierungsprojekte? Ich fasse es ganz kurz zusammen. Auf der einen Seite gemeinsame, konkrete Projekte. Nur an Governance zu arbeiten, nützt gar nichts. Im Bereich von E-Health, E-Government. Ich wünsche mir auch etwas im Bereich des humanitären Bereiches. Es braucht zweitens eine echte Zusammenarbeit und die Bereitschaft zum Delegieren von Entscheidkompetenzen an kompetente Experten. Ein Ansatz, der im Moment gefahren wird.
Ich frage mich bisweilen, ob es nicht auch eine Führungsreform braucht. Denn in der Geschwindigkeit, in der wir im Moment unterwegs sind, schaffen wir das doch gar nicht mehr, diese Dossiers alle selber mit zu gestalten. Aus meinem eigenen, aus unserem eigenen Unternehmen berichtend kann ich Ihnen sagen, wir mussten die Entscheidkompetenzen nach unten und außen geben. Wir schaffen es gar nicht mehr in der Dynamik der heutigen Welt, die weiter zunehmen wird durch die Digitalisierung, überhaupt nachzukommen. Vielleicht auch eine Führungsreform auf Stufe Bundesrat. Wir brauchen dann aber auch etwas Mut zum Quantifizieren von Potenzialen und Ambitionen. Philipp Metzger, der Hüter der digitalen Strategie und des digitalen Aktionsplans des Bundes ist, hat eine ganze Reihe von Umsetzungsprojekten definiert. Ich würde mir wünschen, dass wir öffentlich uns dazu committen, 1,5 Milliarden bis zum Jahr 2030, Herr Tichy, vielleicht, im Bund zu realisieren mit digitalem Bauen. Dass wir da etwas konkreter sind. Und dann braucht es für diese Potenziale aber auch gewisse Mittel. Und da finde ich, wenn ich den internationalen Vergleich mache, hinken wir schon extrem hinterher. Wir sind kein Land mit einer ausgeprägten Industrieförderung, sondern wir haben eher die Tendenz, Freiheiten zu schaffen und Unternehmen machen zu lassen. Aber wenn wir sehen, was andere Staaten investieren in Infrastrukturen, ich habe es in Israel gesehen, 1,5 Milliarden pro Jahr quasi à fond perdu, dann braucht es mindestens in der Schweiz auch Anschubfinanzierung, zum Beispiel für ein Patientendossier, oder ich komme noch mal auf den humanitären Bereich zurück. Am 3. September in diesem Jahr ist der Digitaltag. Der Digitaltag organisiert von Digital Switzerland. Und ich freue mich, dass da jetzt auch mit Parl Digi zusammen ein neues Element in diesen Dialog kommt. Der Digitaltag ist für mich so etwas wie ein Schmiermittel für den notwendigen gesellschaftlichen Dialog, ohne den in einer Demokratie wie der unseren die Potenziale nicht realisiert werden können, gar nichts ginge. Und ich freue mich, dass es da, glaube ich, solche Cafés gibt an mehreren Orten in der Schweiz. Bedanke mich dafür das große Engagement der Bundesparlamentarier, ich glaube auch der Kantone. In den ersten Fassungen ging das noch etwas vergessen. Es gibt aber auch ein zweites Element, das wir nicht vergessen dürfen. Es ist gar nicht richtig, von einem Element zu sprechen, sondern es geht um die Menschen. Es geht um die Menschen, wie sie mit dieser Digitalisierung umgehen, wie sie sie erleben. Und wir werden deshalb am Digitaltag dieses Jahr auch zum ersten Mal einen öffentlichen Dialog haben zwischen Unternehmen und Sozialpartnern. Ja, denn die Berufsbilder werden sich verändern, es sind sehr viele Ängste auch da. Und ich denke, dieser Digitaltag, das soll kein Strohfeuer sein, sondern einfach ein Höhepunkt, ein weiterer Höhepunkt. Und weitere sollen folgen in der öffentlichen Diskussion über die Digitalisierung und deren Potenziale. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen. Ich habe bei uns im Unternehmen mal gefragt, gäbe es denn nicht Möglichkeiten, um aus unserer Eisenbahninfrastruktur, jetzt komme ich wieder back to the basics, mehr rauszuholen. Ich habe dann den Kollegen gesagt, zeigt mir doch mal auf, wie man mit neuen Technologien 30% mehr aus der bestehenden Eisenbahninfrastruktur rausholt. Die haben mich zuerst mal ausgelacht, haben dann gesagt, ja, vielleicht bis zu 15%, bis zu 30%. Ich bin zum Bund gegangen, habe gesagt, wir brauchen eine gewisse Anschubfinanzierung. Es hieß zuerst einmal No Money for Dreamers. Heute ist das eines der größten digitalen Projekte, die es gibt in der Schweiz. Es trägt den Namen Smart Rail 4.0. Es ist eigentlich ganz einfach. Man kann die Zugsabstände auf dem Netz mit dem Einsatz neuer Technologien verkürzen und man holt tatsächlich 30% mehr aus dem Netz raus. Verglichen mit traditionellen Technologien 1,5 Milliarden pro Jahr günstiger und die ohnehin schon kleine
Kollisionswahrscheinlichkeit, weil die Eisenbahn das sicherste Verkehrsmittel ist, sinkt nochmal um 90%, vor allem im Bau und im Rangierbetrieb. Sehen Sie, und ich glaube, dass es notwendig ist, dass auch wir in der Schweiz mit dem, was wir haben in der Schweiz, mit unserer Vertrauenswürdigkeit wagen zu träumen. Wir brauchen Träume, wir brauchen Ambitionen. Und ich bin ganz sicher und möchte es eigentlich auch beweisen, dass wir nicht nur ein Nischenplayer sind in der Schweiz. Dazu braucht es den Dialog mit der Politik. Die Unternehmen sind darauf angewiesen. Wir brauchen natürlich Rahmenbedingungen, aber zuerst, in erster Linie, müssen wir es tun. Und ich möchte Sie einladen, zum Beispiel in ein paar Wochen an den Open Data Tag zu kommen zur SBB. Das sind Dinge, mit denen wir etwas bewegen können für unser Land und ich glaube noch weit darüber hinaus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.